Leute, herzlich willkommen wieder einmal nach langer Zeit bei einer Folge Dauntless, weil es hat jetzt tatsächlich endlich nach Jahren Wartezeit ist es gekommen. Lichteskalation. Ja, ich habe gedacht, so für das grosse Spektakel, oh shit, sie haben endlich mal etwas gemacht, ist es doch mal wieder ein Video wert, oder? Ich hoffe, das kommt gut an. Und dann? Keine Ahnung. Aha, und dann? Ja, wir schauen uns jetzt zusammen mal die Lichteskalation an. Ich bin schon übelst hype. Endlich wieder eine neue Eskalation. Die Lichteskalation und das Viech da ist neu. Das ist der Allura oder so etwas. Keine Ahnung, ich habe den Namen noch nicht gemerkt. Das Viech ist neu, ist natürlich ein Lichtviech, das kommt auf dem Paradoxonbruch. Irgendwie Aufgabe erfüllen, so halt wie zum Chronowurf. Und so wie ich das verstanden habe, dürfte jetzt bei der Lichteskalation der Chronowurf das neue Bossviech sein. Das haben sie jetzt natürlich nicht noch extra nochmal spezielle Waffen reingehauen. Also, ja, ich würde sagen, ich zeige euch das einfach mal schnell. Die Waffen sind nämlich die da. Die haben. Ich kann noch nicht sagen, ob der. Hoppla. Sorry. Hallo. Ich kann noch nicht sagen, ob das ein guter Effekt ist oder nicht, weil. Der Effekt ist halt, wird die Laterne benutzt, erscheint ein Glyphe auf Basis von dem aktiven Glyphentyp, wo nach 3 Sekunden aufgeladen ist. Nachdem sie aufgeladen ist, aktiviert sich die Glyphe bei Kontakt mit dem Behemoth. Rote Glyphe verursacht in einem Umkreis 1500 Lichtschaden. Blaue Glyphe gewährt Slayer im Umkreis ein 150 stapelbare Schild, wo nach 25 Sekunden ablaufen. Maximal 600 Schild, das sind jetzt nicht noch allzu viel. So. Spring, um deinen aktiven Glyphentyp zu ändern. Aber ich habe halt nur schon keine Ahnung, was sind die scheiß Glyphen? Was ist das? Übrigens, ich hoffe, es geht wegen Rauschen und so. Ich habe einen Ventilator eingestellt, ist halt warm. Ah, sorry. Also, auf jeden Fall da, zieht euch nur schon das Schwert rein. Ist doch geil, Alter. Sieht doch Hammer aus irgendwie. Ich fühl's, man. Da, eine hübsche Angestalter. Man, nichts irgendwie ultra krass speziell so. Eher mal etwas schlicht. Dann haben wir da noch Knarren, die sind auch fett geil. Ja, da gefallen mir jetzt sogar mal die hohen Sichelklingen, Alter. Keine Ahnung, doch irgendwie. I like, hat Style. Gold und Rot, das ist nice, ich mach das auch gerne so designmäßig, dann passt es gerade zu dem, was ich so am Zusammenbasteln bin. Und, jetzt zieht euch das rein. Damn. Einfach so ein Arena-Helm, Bruder, so Gladiatoren-Style. Das hat mir noch gefehlt, so etwas habe ich noch nicht, das habe ich immer wollen. Es hat mal so eine Season gegeben, wo es so ähnliche Klamotten gehabt hat. Die habe ich aber genau verpasst, man. Oder ja da, zieh nur die Handschuhe rein, man. Ist doch fett an. Was sind das, Flügeli? Ja gut, also Flügeli an den Handschuhen finde ich jetzt ein bisschen unnötig. Fett geile Hose, einfach so Bruce Lee-Style, man. Geil. Ich würde sagen, wir schauen uns beide so. So, Luftschiff rufen, wir gehen gerade mit irgendwelchen anderen Dudes rein. Okay. Also das sieht doch schon mal dope aus. It's nice. Okay. Jo, okay, also.
Dann hauen wir den schon mal weg. Also er hat schon mal nichts irgendwie speziell da, wo man müsste jetzt aufpassen, was man auslässt oder so. Das finde ich schon mal angenehm. Gibt keinen Stress am Start. Alter, aber es sieht schon fett geil aus da. Da oben hat es noch Sternschnuppen. Bruder, schau dir die Sphäre an, Alter. Ich will dort hin. Müssen wir dort hin? Wo müssen wir hin? Ah! Okay. Ja gut. Also wie es aussieht, müssen wir noch nicht dort hin. Crashkurs. Ah, das sind... so sind neue Sachen noch dazugekommen. Okay. Okay, ja, ich nehme mal den mit. So, also da drüben. Die anderen sind jetzt natürlich schon am Fighten, aber... ja, sorry, ich will mir das alles in der Ruhe anschauen, Mann. Für das sind wir da, für das mache ich das Video. So, Alter, es ist schon fett geil, aber ich will nicht rein, ich will in die Sphäre rein. Also da ein bisschen Höhle erkunden ist ja schon auch geil und so, aber also grundsätzlich interessiert mich die Sphäre dort. Okay, okay, nächste Arena. Easy, was ist das Ding da? Wow. Was ist das? Ich mach's einfach mal kaputt. Und jetzt? Oh! Entschuldigung! Ich war nicht beabsichtigt, tut mir leid. So, okay, gut. Jetzt, was hat mir jetzt da das Ding gebracht? Oder sind das so wie Gefängnisse, wo die können einfangen, wenn du blöderweise gerade an der falschen Stelle stehst? Ist das vielleicht so etwas? So, dann... Da... was kommt da? Oh, Sporstruck. Sehr cool, sehr cool. Oh, was ist das? Was ist das? Ah! Ach so. Okay, cool. Also wenn da mal ein B-Mod am richtigen Ort steht, kann man den einfach mit dem Lasergeschütz wegballern. Würde mich jetzt noch wundern, wie viel Schaden das es verursacht, so, aber nice auf jeden Fall. One more down. So, Truppenziele. Und boah, schon geil, Alter. Ziehen euch das rein, Bro. Ja, ich weiß, ich soll fighten, aber... Alter! Ich will immer noch dort rein. Boom! Dann der da ein bisschen reinprügeln und... Ui. Ich will... Ja, dort rein ist safe nachher am Schluss der Chronowar drin, wenn wir auf der grossen Eskalation sind. Easy. Geht down, die Bitch. Und ich glaube, das wäre es gewesen, ja. Ja, dann würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwo dort durchgehen und dann dort rauf. Okay, easy, geiler Scheiß. Dann sehen wir uns gerade in der Härte-Eskalation. So, also bevor wir neu in die Eskalation reingehen. Cool. Doctors, I'm blue, double D, double die, double D, double die, double D, double die. Wir kommen an und ich bin immer noch blau. Cool, dann kann Boom und in die Lüfte mit mir und runter und boom und hauen diese Arschloch diese. Ah, der ist tot. Okay, ja gut. Dann gehen wir weiter. So, kommen nicht auf die Eier. Hau ab, Pasty. Ziehen ab, Alter. Gut, dann hauen wir den raus und er ist mal voll daneben. Geiler Scheiß. Boom.
wieder getroffen, schön so. Ein bisschen stechen da und ein bisschen schneiden da. Und schon ist er auf dem Boden unten. Und dann ein bisschen runterprügeln, die Sau und tot. Oh, da ist er ja. Das ist ja unser Au. Wow, Bruder. Nicht okay, der Move, Mann. Nicht, ey, Bro. Okay. Das ist ja gar nicht so süße, putzige Miezekatze, wie ich gedacht habe. Okay, alles klar, Bruder. Alles klar. Chill. Wow. Brä. Danke dir, lieb von dir. So. Okay, und also das mit dem Blenden ist wohl so ein System. Entweder steht er auf Lasershows oder einfach auf Schwarz-Weiß-Bildern. Das kann ich jetzt so nicht genau sagen, aber okay. Okay, Bro, I got it. Oh, das zündet mich an. Oh, das ist nicht gut. Ich sollte aufhören, auf die Glyphen laufen. Ja, das ist vielleicht ein bisschen blöd gewesen, so. Okay, ja, auf jeden Fall mal da rauf und bam. So in die Fresse gehaut. Und so. Okay, das... Au! Bräh! So. Dude. Aggressives Ding, Mann. Was ist das? Ein Hundedrache? Egal was es ist. Einfach umbringen. Das Viech muss sterben. Dann ist Jay zufrieden. So. Bäm, Alter. Ey! Jung! Ey, mein Jung. Ganz easy. So. Das war ein geiler Move gewesen, wie auch immer das gegangen ist. Einfach so über den Boden drüber gleiten, Mann. Tschüss! Ey! Nicht okay. Hör auf mit dem Geblende. Oh, he's dead! He's dead! Ja, okay, ist eine Herausforderung, aber irgendwie, I like das. Was habe ich jetzt mitgenommen? Verdammt, ich habe mich verklickt. So ein Dreck. Scheiße. So, und da unten haben wir einen ganz normalen Drask. Gibt's das? So, oi. Junge. Nicht so geil, Bro. Nicht weh. Schilder leben. Ey. So. Was haben wir da? Ich habe keine Ahnung, was man da machen muss. Ich lasse jetzt jeden da einfach mal machen und fummle denen nicht rein. Okay, aber das weiss anscheinend niemand. Egal. Einfach weiter. So. Gut, Alter, schau dir das an. Wie geil ist das, Mann? So, und jetzt kommen wir auch endlich in die Sphäre rein. Und da drin, jawollsen, da rein ist der Chronovor. Ja gut, dann Tränkli reinhauen und rein da! So! Boom! So! Easy! Okay, oder auch nicht! Hä? In die Fresse. Ach du Scheiße. Das macht Aua.
Bruder, das macht Aua. Okay. Och, du Scheiße. Ja gut, ich bin mal wieder out. Jetzt habe ich aber Glück gehabt, Bro. Nein, aua! Come on! Och du Scheiße, danke, lieb von dir. Nein, oh, ich lebe wieder, oh. Jetzt wieder nicht mehr Dreck. So, aber die anderen Jungs haben es angebracht, ihn wenigstens so schon mal auf ein Viertel Leben runterhauen. Und tot? Ja, nice. Das wäre die erste schwere Licht-SK gewesen. Geil, aber ich will mir gar nicht vorstellen, wie die dann wirkt auf heroisch, Mann. Tschüss! Heftig! Wirklich heftig auf jeden Fall. Krasse SK, ich finde es aber auch wirklich krass geil gestylt. Es sieht richtig, richtig nice aus und ja, ich denke, ich werde mit dem noch ein bisschen Zeit verbringen. So, das Wichtige habt ihr gesehen. Für das, was im Titel steht, habt ihr eingeschaltet, oder? Dann würde ich sagen. Genau. King Baba Jay verabschiedet sich. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, ihr habt es interessant gefunden. Geh da noch runter. Und danke vielmals fürs Zuschauen. Peace! I'm gonna beat you.